Welche Vorteile hat jetzt aber die Bauform des Jethelms? Und zwar, egal ob mit Visier oder ganz ohne Visier, wir haben hier keinen schützenden Kinnteil. Das ist also quasi der Nachteil. Wir sind hier ein bisschen weniger sicher unterwegs. Aufgrund der offenen Gestaltung, sowohl hier als auch hier, haben wir natürlich relativ viele Windgeräusche, gerade bei höheren Geschwindigkeiten. Und auch die Aerodynamik eines, ich sag mal, durchschnittlichen Jethelms ist nicht für sehr hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Also unterm Strich ist das was für Cruiser, ist nicht unbedingt für Geschwindigkeiten über 120, 130 km/h ausgelegt, gerade weil es laut wird, weil es irgendwann natürlich auch das Pendeln anfängt, Auftrieb entwickelt, weil ich den Helm eben einfach nie richtig dicht bekomme. Egal welche Ausführung von Jethelm, nie ist der richtig dicht und dementsprechend ist das eher ein Helm für Cruiser, für Rollerfahrer, gerade für Stadtgeschwindigkeit natürlich ideal. Dafür sind die auch oftmals konzipiert. Ich kann aber auch mal auf die Landstraße, auf die Autobahn, sollte ich damit besser nicht.